Hi, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die S45 bzw. die Vororte-Linie. Wir schauen uns heute an den geschichtlichen Hintergrund sowie schauen wir uns auch den derzeitigen Bahnverkehr auf der S45 an und schauen uns die verschiedenen Stationen bzw. den Streckenverlauf an. Ich habe natürlich wie immer sehr viel Arbeit in dieses Video gesteckt und hoffe, es gefällt euch. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Als man 1890 beschloss, die Stadt zu erweitern, baute man die sogenannte Stadtbahn aus, die Vororte-Linie, so soll sie heißen. Mittlerweile gehören aber alle Stationen zu Wien. Mit viel Aufwand, wie zum Beispiel dem Türkenschanztunnel, begann man 1893 den Bau der Vororte-Linie. 5 Jahre später eröffnete das Teilstück Penzing-Heiligenstadt. Hütteldorf und Brigittenau folgten. Damals war sie eingleisig, wobei man beim Bau das zweite Gleis schon berücksichtigt hat. Sie galt damals bedeutender für den Güterverkehr als für den Personenverkehr durch mehrere naheliegenden Fabriken. Ganz anders ist es heutzutage, wo der Güterverkehr außer 1-2 Durchfahrtszüge pro Tag komplett eingestellt ist. Die damalige Dampfstadtbahn, durchführend der Trasse der jetzigen S45, Vororte-Linie, hatte damals einen geringen Fahrgastaufkommen. Ab 1925 ging dann die elektrische Staatsbahn in Betrieb. Hier wurde aber die Vororte-Linie bzw. S45 nicht mit eingeschlossen. Sie verblieb im Besitz der Kommission für Verkehrsanlagen in Wien und wurde weiterhin primär für den Güterverkehr genutzt. Aufgrund von zu wenig Einkommen wurde sie am 11. Juli 1932 eingestellt. 1934 übernahm die Staatsbahn die Strecke und eröffnete sie mit sogenannten Bäderzügen. Sie beförderten von Hütteldorf über Heiligenstadt die Gäste zum Donauufer. Sowie machten einige Bäder Gewinn von dieser Linie. Am 27.08.1939 befuhren diese Züge das letzte Mal die Strecke. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Strecke wenig von den Bomben abbekommen und war verhältnismäßig noch gut in Schuss. Ab dem 2. Juli 1950 konnten die Bäderzüge wieder in Betrieb genommen werden. Aber aufgrund von Kohlenmangels 1951 wurden die Züge wieder eingestellt. Die Bäderzüge waren unter anderem mit den Dampflokomotiven der Reihe 35, 52, 57, 77 und 93 bespannt. Außer Güterzügen mit Dampflokomotiven war kein Betrieb mehr auf der Strecke. Die Gebäude in Oberdöbling und Unterdöbling wurden Mitte der 1950er Jahre abgetragen. Der damalige Volksmund bezeichnete die Strecke daher oft als Geisterbahn. Durch weitere Einsparungen und Nicht-Elektrifizierungen und keinen Personenbedarf endete der Betrieb am 1. Oktober 1978. Jahre später reaktivierte man die Strecke, da man sie elektrifizierte und sie zweigleisig ausgebaut hat. Ab 31. Mai 1987 nahm dann die sogenannte S45 ihren Betrieb mit Triebzügen der Reihe 4020 auf. Heutzutage wird planmäßig nur mehr Niederflurzüge benutzt, der Baureihe 4024, wobei täglich immer wieder 4020 die 4024 durch Schäden ersetzen. Die Vororte-Linie ist im Otto-Wagner-Stil gehalten und kann dadurch leicht mit der heutigen U6 verglichen werden. Beginnen wir im zweiten Bezirk, Handelsquai. Dies ist auch gleich die neueste Station auf der S45. Obwohl seit 1962 diese S-Bahn-Station eröffnet ist, wurden nur die zwei oberen Bahnsteige benutzt, da dort die Wiener Stammstrecke sich befindet. Nach großer Beliebtheit baute man die Station in den 90er Jahren zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt um. 1996 wurde hier die U6 hinzugefügt. Mit dem U-Bahn-Anschluss beschloss man die Verlängerung der S45 von Heiligenstadt nach Handelsquai und dies eröffnete Mai 1996. Als der Millennium Tower 1999 eröffnete, steigte die Fahrgastfrequenz noch einmal um einiges. Abfahrt in Handelsquai. Die S45 fährt hier entlang der Donau für einige Minuten, um dann die Donaukanalbrücke zu überqueren und fährt in den Bahnhof Heiligenstadt ein. Die Station begann 1870 als eine Dampfstadtbahn. Dies entwickelte sich nach der Zeit, während sie danach die Endstation der damaligen elektrischen Staatsbahn war, schloss man später auch die S-Bahn an, sowie auch die U4, die die damalige Stadtbahn auch ersetzte. In Heiligenstadt gibt es auch Anschluss an die Franzlbahn, sowie zu mehreren Bussen, sowie der Straßenbahnlinie D.
In Heiligenstadt hat man Aussicht auf den Karl-Marx-Hof, was das längste zusammenhängende Wohnbau der Welt ist. Durch Fernverkehr auf der Franz-Josef-Bahn ließ es immer mehr nach, bis man dies einstellte. Nachdem die S45 Heiligenstadt verlässt, geht es kurz auf eine Hochbaustrecke, wo die S45 die Franz-Josef-Bahn überquert, sowie die Heiligenstädter Straße und somit die Linie D. Nachdem sie den D kreuzt, wechselt die S45, während sie neben den Wertheimsteinpark vorbeirauscht, zu einer Untergrundbahn und passiert hier auf die aufgelassene Station Unterdöbling. Als man 1987 die S45 reaktivierte, fuhr man die Station nicht mehr an. Unterdöbling ist sogar die einzige Stadtbahnstation, die komplett nicht mehr existiert. Dies wird durch den 37er sowie den beiden Buslinien 10A und 39 aber teilweise wieder gut gemacht. Nachdem taucht die S45 in einem kurzen Tunnel ein und erreicht die beiden sogenannten Zwillingsbahnhöfe Oberdöbling sowie gleich danach Grottenbachstraße. In Oberdöbling hat man Anschluss auf die Straßenbahnlinie 38 sowie auf den Autobus 39A. In Grottenbachstraße hat man Umstieg auf den 35A. Oberdöbling und Grottenbachstraße sind in einer Tieflage gebaut, die mit einem Otto-Wagner-Stil gebauten Dach überdacht sind. Des Weiteren ist interessant, dass Grottenbachstraße, die ursprünglich 1892 bereits als eine Station Grottenbachstraße vorgesehen war, man erst baute bei der Reaktivierung 1987, da damals 1892 der Ort nicht genug besiedelt war. Man versuchte hier bei dem Bau der Station an den Otto-Wagner-Stil anzulehnen. Danach fährt die S45 in zwei längeren Tunnel durch den bekannten Türkenschanzpark. Eine kleine Lücke im Türkenschanzpark lässt den einen oder anderen Eisenbahnbegeisterten sicher die Ohren aufgehen, ob jetzt ein 4020 oder doch ein 4024 heute unterwegs ist. Raus aus dem Tunnel und rauf auf eine Brücke und rein in die Station Gersthof. Baulich Oktober 1895 fertiggestellt und 11. Mai 1898 feierlich im Zuge der Pforte-Linie eröffnet. Die Station Gersthof wurde aber Ende des Zweiten Weltkriegs durch eine Bombe schwer beschädigt und erst 1987 mit der S45 renoviert und reaktiviert. Bis Juni 2016 wurde die Haltestelle unter laufendem Betrieb generalsaniert. Während die Station Gersthof an mehreren Straßenbahnlinien anschließt, sowie einer Buslinie, besitzt die Station auch einen Gastgarten zum Speisen. Nachdem die S45 Gersthof verlässt und bis Hernals als Hochbahn verkehrt, fährt sie auch an dem Hernalser Friedhof vorbei und erreicht danach mit einer mächtigen Eisenbahnbrücke den krummen Bahnhof Hernals. Auch Hernals öffnete am 11. Mai 1898, schließte 1932 und wieder öffnete im Jahre 1987 als Station der S-Bahnlinie 45. 2014 baute man das Bahnhofsfeld um, um es grüner zu machen, sowie errichtete man einen kleinen Busbahnhof. Man plant auch, dass die Station Hernals in ferner Zukunft den Anschluss der Linie U-Bahn U5 bekommen wird. Nach Hernals befindet sich ein kleiner alter Güterbahnhof sowie ein altes Stellwerk, was nur mehr in der Not verwendet wird. Hier kann man noch immer wieder abgestellte Lokomotiven mehrere Privatbahnen sehen, da sie durchaus in Hernals gut geschützt sind durch Graffiti-Künstler. Während die S45 jetzt wieder Richtung Otterkring in einer Tieflage versetzt ist, dauert dies nicht lang und kommt in wenigen Metern wieder auf die Brückenstadtbahnarchitektur. Hat sie Otterkring erreicht, haben die Passagiere Umstiegmöglichkeiten auf Busse, Straßenbahn sowie kommen sie schnell in die Stadt mit der U-Bahn-Linie 3. Otterkring eröffnete 11. Mai 1898 und schließte wie die anderen Bahnhöfe 1932. Otterkring schloss früh an einer großen Tabakfabrik an und somit hatte sie auch einen Güterbahnhof bzw. Güterverkehr. Am 31. Mai 1987 eröffnete man die Station nach Sanierungsarbeiten wieder. In der U-Bahn-Station Otterkring befindet sich die Videoskulptur U-Turn. Sowie befinden sich nach Auftrag der Wiener Linien mehrere Graffitis auf der Seite des Gebäudes. Die Künstler sind nach Vandalismus in Schwierigkeiten geraten und mussten so ihre Strafe abarbeiten.
Nachdem sie Otterkring verlässt, geht es für die S45 wieder in den Untergrund, bis sie im 14. Gemeindebezirk landet und in die Station Breitensee einfährt. Nachdem die S45 1932 schließte, eröffnete man sie am 1. Mai 1939 wieder für die damaligen Bäderzüge, wo man die Passagiere an die Donau brachte. Für diese Zeit wurde sie Breitenseer Straße umbenannt. Als die S45 am 31. Mai 1987 wieder in Betrieb ging, benannte man sie zurück auf Breitensee. Hier hat man Umstiegmöglichkeiten auf die Straßenbahnlinie 49. Widmen wir uns nun dem nächsten Bahnhof. Nach Wiederhochbau fährt sie mit einer ungefähr 90 Grad Drehung den Bahnhof Penzing ein. Ursprünglich eröffnete man die Station 1858. Da sie an der Westbahn liegt. Mit 11. Mai, als die Stadtbahn in Betrieb ging, war ab diesem Zeitpunkt der Bahnhof ein Eisenbahnknoten. Interessant hier ist, da Penzing nahe zum Schloss Schönbrunn ist, dient er bis 1918 oftmals als Abfahrtsbahnhof von Hofsonderzügen für Reisen des Kaisers oder auch Ankunft von ausländischen Staatsgästen. Heute dient er als S-Bahn-Halt für die S45 sowie der S50 und einem Regionalzug nach Lahn der Thaya. Zwischen 2015 und 2016 wurde der Bahnhof generalsaniert, wo er einen Bahnsteig verlor. Kommen wir nun zum Endbahnhof Wien-Hütteldorf. Nachdem die S45 die alte Abstellanlage vom Westbahnhof passiert, wo heutzutage vor allem Kesselwagen sowie nicht mehr fahrbare Fahrzeuge abgestellt werden, erreicht er Wien-Hütteldorf. Ursprünglich hieß er Hütteldorf, danach Hütteldorf-Hacking, worauf man ihn wieder zurückbenannte auf Hütteldorf. 1983 änderte die ÖBB ihn dann auf Wien-Hütteldorf. Er gilt als Knotenpunkt. Er bietet Umstieg auf die Verbindungsbahn S80 sowie aber auch auf die Weststrecke. Durch den Hauptbahnhof verlor Wien-Hütteldorf sämtliche Züge des Fernverkehrs jeder Art. Ausgenommen hier ist die privatliche Eisenbahngeschäft Westbahn, die diesen Bahnhof immer noch anfährt. Sowie ist der Umstieg auf Bussen sowie die Linie U4 möglich. Die Linie U4 hat auch hier die Endhaltestelle. Man nahm den Bahnhof 1858 in Betrieb. Eine Unterführung gab es damals noch nicht, mit Queren der Gleise gelangt auf die anderen Bahnsteige. Am 11. Mai 1898 schloss auch die damalige Dampfstadtbahn an. Da die Erweiterung der Dampfstadtbahn etliche neue Züge und Platz bedeutete, hat man das alte Aufnahmegebäude abgerissen und baute ein neues. Sowie gab es 1898 vier Stellwerke für insgesamt für 61 Weichen. Mit Heiligenstadt gehörte Hütteldorf zu den beiden betrieblich bedeutendsten Stationen der Stadtbahn. 1924 übernahm die Gemeinde Wien die Stadtbahn und man trennte den Anschluss zur Staatsbahn und baute eine Wendeschleife von einem Radius von 32 Metern. In der Schleife baute man einen neuen Betriebsbahnhof mit 13 Gleisen für 99 Zweiachser. Heuer gehören alle drei Achsen der ÖBB und es wird nur mehr als S-Bahn- und Regionalzugbahnhof benutzt. Außer einem nicht mehr betrieblichen Stellwerktower ist nichts mehr von früheren Zeiten zu sehen, außer natürlich dem Otto-Wagner-Stil gehaltenen Bahnhofsdesign. Aus der ursprünglich mäßig frequierten S-Bahn-Linie ist heutzutage die S45 nicht mehr wegzudenken und kommt durchaus an ihre Grenzen. An Werktagen fährt sie fast den ganzen Tag im 10-Minuten-Takt, sowie an Wochenenden im 15-Minuten-Takt. Eine Verdichtung an den Takt, an den Werktagen sowie in den Spitzenzeiten wird immer wieder gefordert, ist aber durch die eingleisige Strecke zwischen Wien-Hütteldorf und Wien-Penzing nicht möglich, da dies jetzt schon im 10-Minuten-Takt sehr knapp ist. Durchaus ist hier eine Verbesserung notwendig. Es wird auch immer wieder darüber gesprochen, die S45 bis zum Praterquai zu verlängern, sowie über die Verbindungsbahn zu führen und sie dann als S-Bahn-Ring zu führen. Dies steht jedoch noch in den Steinen und wird nur alle 4 Jahre als politische Propaganda benutzt. Letztendlich kann man aber nur hoffen, dass dies irgendwann umgesetzt wird, da die Nachfrage durchaus besteht. Die S45, eine sehr umstrittene Strecke, aber für den Pendlerverkehr nicht mehr wegzudenken. Ich hoffe, ihr konntet was lernen und euch hat das Video gefallen. Falls ihr sonstiges Feedback habt, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben und sonst könnt ihr auch eine positive Bewertung abgeben. Das war's von meinerseits und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.